Wenn die Erde rot ist vom Blut der Kapitalisten und der Himmel schwarz vom Rauch der brennenden Stadt, der Tag, an dem wir rot sehen, ein schwarzer Tag fürs Kapital. Und wenn überall die Banner wehen, die schwarz-roten Banner der Freiheit, unser Banner, schwarz-rot, unser Kampf, Freiheit oder Tod! Wir sind die schwarzen Banner mit der Kühl voran. Unser Banner, alle Banner, sind der Freund, der Mann. Halt den Stand mit meinen Leuten und den Morgen voll. Warum sind sie gerade da, der Freiheit? August 1984. Zum dritten Mal ist Chaostag angesagt in Hannover. Wie die Tage zuvor trifft man sich am Samstag vorm Hauptbahnhof. Von überall her waren sie zusammengekommen, um in Hannover ein Wochenende lang die Sau rauszulassen. Über 1000 Punks waren es schließlich aus England, Frankreich, Italien, Holland, Bayern und sonst woher. Nee, die Bullen suchen gleich intimen Kontakt und sammeln Trophäen. Über 3000 Bullen sind da und im Gegensatz zum Chaostag 83, als sie den Punks noch ihren Schutz angeboten haben, hört es sich dieses Jahr ganz anders an. Information für alle Punks und Skins. Sie sind an diesem Wochenende in Hannover. Ihre Absichten sind uns bekannt. Dazu teilen wir Ihnen mit, Recht und Gesetz gelten auch in Hannover für jeden. Wir werden das durchsetzen. Wollen Sie Deutschland mit Moskau vergleichen? Nein, meine Brot, aber Moskau ist ja Moskau. Dann sind Sie doch nicht richtig umgelaufen. Das haben wir hier nicht. Dass Sie dafür eingeloggt werden. Finden Sie das denn richtig? Oder dass Sie da gleich so viel Masse bezahlen? Der Russe im Innern von Moskau hat Stolz auf deine Stadt. Der macht das aus. Für die Jecken. Ja, aber wir können doch mal. Wir können doch auch stolz sein. Auf sowas? Ja, klar. Aber ich finde es nur so, wenn man sowas sieht, dann merkt man doch erstmal, dass hier Menschen leben. Entschuldigung.
be free. He told me you don't need a job. Forthcoming, dear dealers. Forthcoming, dear dealers. When was the last time somebody told you that you didn't need any money? That you didn't need any money. Forthcoming, dear dealers. Forthcoming, dear dealers. Forthcoming, dear dealers. Forthcoming, dear dealers. Viele werden sich noch an den legendären ersten Chaos-Tag 1982 erinnern, der sich vor allem gegen die sogenannte Punk-Kartei gerichtet hat. In dieser Kartei hatte die niedersächsische Polizei Punk, Skins und Autonome mit Bild und Beschreibung gespeichert. Der erste Chaos-Tag endete dann mit einem Ultimatum an die Polizei, die Punk-Kartei aufzulösen. Als dieses Ultimatum beim zweiten Chaos-Tag 1983 auslief, wurde dies zum Anlass genommen, die Wende einzuleiten. Punks und Skins wollten zusammenhalten gegen Staat und Polizei. Die Wende war zum Scheitern verurteilt. Es kam zum Konflikt zwischen Punks und faschistischen Skins. 1984 sind die Fronten klar. Skinheads waren auch in Hannover öfter bei neofaschistischen Treffen gesichtet worden. Es werden linke und türkische Veranstaltungszentren überfallen. Neonazis und Fußballrocker kündigen an. Der Chaostag 1984 wird zerschlagen. Auch in Michael Kühns neuer Front wird zum Marsch auf Hannover geblasen. Man muss also mit Chaoten aus allen Herren Ländern rechnen, die in Deutschland Randale machen wollen. Dies dürfen wir nicht weiter hinnehmen. Es müssen sich so viele rechte Kameraden wie möglich einfinden, die zusammen mit den Skinheads den Anarchus Einhalt gebieten. Deutsch, hört euch, haltet euer Land sauer! Wie erwartet, kam denn auch eine lustre Menge von bekannten Nazis zusammen. Etwa 200 waren es, Neonazis, Skins der Hamburger Savage Army, abgekürzt SA, Schläger der Borussia Front und sehr viele neue, junge Gesichter. Vereinzelt nahm die hannoversche Polizei nach Auseinandersetzung mit Punks Glatzen fest. Dabei lief es eigentlich immer heiter und kumpelhaft ab. Langsam aber sicher füllt sich der Opernplatz mit bunthaarigen Kampftrinkern. Denn um 15 Uhr beginnt die Kundgebung, dass das hannoversche antifaschistische Bündnis angemeldet hatte, um zusammen mit den Punks gegen die Faschisten einschreiten zu können. Okay.
von so einer Waffe kann es ja verschlucken. Ey, wo ist denn der nächste Papierkorb, ey? Wo ist die olympische Flagge? Wo ist der weg? Dir fällt doch irgendwie eine Rolle in der Hand. Hey, this is Hannover, not L.A. Hey, Männer, 65, ey, 65, ey. Das ist genau. Ist gut. Hätte, dann wäre es immer noch nicht berechtigt gewesen, ihn so brutal zu behandeln. Nein, das ist richtig. Wir werden nicht mehr als Menschen behandelt, wir werden als Tiere behandelt. Da wird ja jeder Nuttenkötter, jeder Pudel wird noch besser behandelt. Warum schmeißt ihr denn die Flaschen alle hier? Ich meine, die tun hier doch nur ein Exempel statuieren. Alle. Und ihr macht sie nicht wieder sauber. Ihr macht sie aber nicht sauber. Dann macht es doch erstmal sauber. Alle sagen, mal brav. Ey, der Falsche haben sie so. Meter vom Opernplatz entfernt sammeln sich die Faschisten. Weitgehend unbemerkt von den Kundgebungsteilnehmern und von den Bullen alleine gelassen, stehen sie in verschiedenen Ecken der Innenstadt. ASL, ASL, an die Skinliga! An die Skinliga Bremen! Und so aus Bremen? Nee, Bing. Bringen? Bingen! Bingen? Bingen am Rhein, jawohl. Rhein? Ja. Ja, da gibt's den Punk, ey, das ist echt was Neues für mich, ja? Ja, überall und nirgendwo eigentlich, wa? Was hat das für Ziel? Ach, es geht, lasch. Kann sie nicht die DDR grüßen, hat er gesagt. Ja, lasch. Nichts los. Ich meine, letztes Jahr bin ich mehr gestratzt, ne? Immer gelaufen und so, ne? Ich meine, jetzt bin ich noch nicht gelaufen. Aber wer weiß. Nachdem man einige Zeit am Opernplatz gebechert hatte, setzte man sich träge in Bewegung. Das antifaschistische Aktionsbündnis, das die Kundgebung angemeldet hatte, blies zum Rückzug ins UJZ Glocksee. Im Nachhinein eine umstrittene Entscheidung. Am EG kam es dann zur erwarteten Konfrontation mit den Glatzen. Die Bullen hatten sie hinter ihren Reihen als Lockvogel präsentiert. Sie durften ungestört Faschogesänge und den Hitlergruß abziehen, während die Bullen nach dem zaghaftesten Flaschenwurf gleich Jagd auf Punks machten. Oh!
nicht mehr rein! Bullen und Glatzen haben sich immer gut vertragen am Wochenende. Hier liegen sich gerade ein Zivi-Bulle und ein Oberskin in den Armen. Mach die Kamera weg, du Idiot! Die Demo endete schließlich am UAZ-Glocksee. Die Antifaschisten fuhren nach Hause und die Punks richteten sich im UAZ häuslich an, weil man auch geschlossen noch den Glatzen auf die Glatze geben wollte, falls es noch zum Angriff kommen sollte. Doch es kam anders als erwartet. Am Nachmittag zogen die Bullen zum ersten Mal an der Glocksee auf. Knüppeleinsatz. Die Innenstadt gehörte den Skins und Faschos, nur wenige wagten sich aus der Glocksee raus. Dies passte den Herren der Geschäftswelt und der Verwaltung wunderbar ins Konzept. Einbruch der Dunkelheit. Etwa 800 bis 1000 Punks warten auf Boskops. Aus dem Spiel vom Nachmittag wurde nun ernst. Die Bullen fahren einige Hundertschaften auf. Flutlicht, Wasserwerfer. Die Glocksee ist dicht. Keiner darf raus, keiner rein. Panik. Bis zum Morgen wird das unabhängige Jugendzentrum zum Internierungslager. Ah!
Also haben wir versucht, aus dem Chaos rauszukommen, weil überall Tränengas, haben verschiedene Sachen probiert, ging nicht. Und dann haben wir einen Fluchtweg noch ausprobiert, der wurde uns dann von Bullen versperrt mit den Worten, hier kommt keiner mehr raus. Ihr wolltet Chaos, jetzt kriegt ihr euer Chaos. Richtig. Und überall flog Tränengas und Rauch. Wir haben also so dicke Augen gehabt. Wir haben wirklich kaum noch was sehen können. Es war wirklich absolut. Überall Scheinwerfer und so, Nebel. Kotzgas. Voll Kriegszustand. Da hatten wir einen Schweizer dabei gehabt, der erinnerte sich daran, dass in der Blocks hier so ein Ruderboot stand. Und der rief dann plötzlich dann, da ist doch noch der Spötli. Und dann alle da reingerannt, haben das Boot, wollten das Boot rausziehen, da lacht noch jemand drin. So von wegen, muss aus dem Boot aussteigen, wir brauchen das. Hat überhaupt nichts gerafft. Die arme Frau. Geh raus damit. Dann fetzt. Dann einer traf man noch auf dem Weg zum Ufer, der meinte dann, halt, Barrikaden bauen. Ja, und dann also ins Bötchen rein. So ein bisschen gerudert mit den Armen, mit 7 Mann. Auf einmal mussten wir leider feststellen, dass das Boot irgendwie feucht war von innen. Da war dann nämlich so ein Loch drin. Sprudel. Also mit 2 Mann dann wieder am Schöpfen gewesen. Der Rest am Paddeln, genau. Und immer weiter abgetrieben. Haben wir den Ufer verpasst und da war alles ganz total gerade. Und dann so, 2 Einwohner von der anderen Seite, so ganz normale Miete. Ja, hier müsst ihr hin, da gestanden und zugewunken und so. Und auf dem letzten Stück war das Boot dann schließlich voll. Da mussten wir leider aussteigen. Ja, und dann, also wir haben so bis da ungefähr im Wasser gestanden. Und sie hat leider etwas Pech gehabt. Sie hat genau da eingetreten, wo kein Stein war, stand es da. War absolutes Chaos gewesen. Ja, also so stelle ich mir das ungefähr vor. Flucht auf der Elbe, so aus der DDR, so ungefähr. Zumal wir wirklich Muffen hatten. Ja, und das war total brutal. Die haben geknüppelt, was das Zeug gehalten hat. Da waren echte Schläger bei. Ja, 1,5 Jahre trainiert, solche Einsätze. Ja, die waren sauer am Ege, das. Ja, lange Leute auf der Wiese waren am Schlafen, ne, die total voll waren und so. Ne. Da sind die grundlos sind die mit der Knüppel drüber gegangen. Die mussten mit Rettungswagen wegfahren, die Leute. Grundsauer zu sein, muss die Rettungswagen die Leute rausholen. Grundsauer zu sein hatten. Den hatten wohl wir gehabt. Ne? Hey, Mann! Oh, my God.
Die Stimmung war schlecht am Sonntagabend. Die meisten fuhren gleich nach Hause und schworen sich, so schnell nicht wieder nach Hannover zu kommen. Viele mussten noch da bleiben, um sich ihre Sachen von den Bullen zurückzuholen. Die Bilanz ist auch nicht freudeerweckend. 200 Festnahmen, 120 Verletzte, vermutlich eine Prozesslawine und die Gewissheit, Bullen, Glatzen, Faschos und alle möglichen sonstigen Buffer gegen sich zu haben. Mehr als 300 Punker verhaftet. Durch die niedersächsische Landeshauptstadt. Es kam zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Um die schwersten Punkkrawalle der letzten Jahre zu beenden, rückte die Polizei gleich mit mehreren Hundertschaften aus. Die überwiegend Jugendlichen zerschlugen Türen und Fenster, beschädigten Autos und legten Brandsätze. Die Punker bewarfen Polizisten mit Steinen und Bierflaschen. 17 Beamte und einige Randalierer wurden zum Teil schwer verletzt. Ein Polizist erlitt mehrere Knochenbrüche. Insgesamt nahm die Polizei an diesem Wochenende über 600 Punker in Gewahrsam. Teilweise leisteten die Chaoten erheblichen Widerstand. Die Beamten beschlagnahmten Messer, Ketten und Schlagstöcke. Die Randalierer waren aus dem gesamten Bundesgebiet zu den angekündigten Chaostagen gekommen. Schon vor Tagen hatten sie angedroht, Hannover in Schutt und Asche zu legen. Zurzeit herrscht Ruhe in der Stadt. Doch der Spuk ist noch nicht ganz vorbei. Gleich weiter zu Eberhard Volk nach Hannover. Jetzt die Wahl. Die Alternativen heißen Zug oder Zuchthaus. In kleinen Gruppen werden die Punks jetzt von der Polizei hier zum Hannoveraner Hauptbahnhof gebracht und da kommen sie dann in diese Absperrung, die von Polizisten bewacht wird. Ja, und jedes Mal, wenn ein Zug zu den entsprechenden Heimatorten fährt, dann werden sie dort hineingesetzt, um am Zielbahnhof wieder von der örtlichen Polizei empfangen zu werden. Ja, und diejenigen, die sich weigern, nach Hause zu fahren, die kommen hier gleich um die Ecke ins Gefängnis, wo auch immer noch 80 von ihnen sitzen. Zwei Nächte lang Krawalle in Hannover und das, obwohl die Chaostage schon im Voraus angekündigt waren. Warum hat die Polizei nicht besser vorgesorgt? Ja, die Polizei hat das Ganze wohl etwas unterschätzt. Natürlich wusste man hier von dem Aufruf zu den Chaostagen und man wusste auch von der Ankündigung der Punks, ganz Hannover in Schutt und Asche zu legen. Nur man hat das Ganze nicht so richtig ernst genommen, sagte mir auch ein Polizeisprecher, weil es hier in Hannover eigentlich gar keine große Punkszene mehr gibt. Ja, und gestern Abend, als dann wieder randaliert wurde, da waren dann zwar über 200 Beamte im Einsatz, aber die sind so ein bisschen überlistet worden. Die Punks haben die Dunkelheit ausgenutzt und haben sich in kleinen Gruppen über die ohnehin unübersichtliche Hannover Nordstadt verteilt, wo sie auch erst nach und nach festgenommen werden konnten. Ja, und da sind natürlich jetzt die Bewohner so ein bisschen sauer. Eine Frau, bei der man die Scheibe eingeschlagen hat, die sagte vorhin ganz aufgeregt, das ist doch unglaublich, so viele Polizisten und trotzdem können die hier randalieren. Soweit unser Reporter Eberhard Volk aus Hannover. Allen anlässlich des Punk-Treffens in Hannover hat die Polizei an diesem Wochenende rund 600 Personen vorübergehend festgenommen. Fast alle sind wieder auf freiem Fuß. Zu den von ihnen sogenannten Chaostagen waren Punks aus mehreren Bundesländern angereist.
Für jene, die einen Urlaub in den Bergen bzw. Tälern echt ätzend finden, bietet die Großstadt das eine oder andere sommerliche Betätigungsfeld. In Hannover zeigten die Punks, dass die Straße nicht allein den Skins und Hooligans gehört. Das Punk-Festival von Hannover, Marco Berger, berichtet. Irgendwie müssen die Punks die Polizei musikalisch inspiriert haben. Eine geschlossene Rhythmusgruppe beim Straßenkonzert. Auch die Zivilkräfte der hannoverschen Ordnungshüter hatten sich ihren Gegnern, zumindest von der Kleidung her, angepasst. Hannover in Schutt und Asche legen, unter diesem Motto hatten die Punks von der Leine Freunde aus dem ganzen Bundesgebiet zu Chaostagen eingeladen. Aber das, so ein Punk heute Nachmittag, sei nicht ganz wörtlich gemeint gewesen. Ist so eine Vorankündigung gewesen auf diesem Plakat. Ja, das war aber nur joke-mäßig gemeint eigentlich so. Das war halt so, jetzt sind die Chaostage wieder da, so 10 Jahre Revival-mäßig so, ne? 84 waren die letzten Chaostage, jetzt ist 94 und wir machen so Chaostage wieder auf und wir hauen Hannover in Schutt und Asche. Das war natürlich nur joke-mäßig gemeint. Also nicht jetzt hier, jetzt zünden wir die Häuser an, das ist einfach nur Punkrock lebt so, ne? Hannover blieb mehr oder minder heil in diesen Chaostagen. Die Sachschäden liegen laut Polizeiangaben im oberen fünfstelligen Bereich. In Schutt und Asche lagen eher die Punks, manche ein paar Stunden lang. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, die Polizei brauchte bis nachts um zwei, um rund 400 randalierende Punks zu befrieden. Polizeipräsidium Hannover heute Nachmittag. Die letzten Punks haben ihren Rausch ausgeschlafen. Dem Polizeisprecher sitzt noch immer die Angst im Nacken. Ja, wir haben hier eine kleine Auswahl von sichergestellten Gegenständen. Hier ein sogenanntes Butterfly-Messer, was man ganz bequem, man sieht es hier, in der Hosentasche verstecken, verstauen kann und problemlos öffnen kann, um damit möglicherweise Menschen anzugreifen. Hier sehen Sie einen selbstgebastelten Holzstock, der mit Folie umwickelt ist. Hier ein Stachelband. Teilweise haben wir bei Stachelbändern festgestellt, dass zusätzlich an diesen Stacheln manipuliert worden ist. Das heißt, sie wurden noch spitzer gefeilt und diese Bänder können natürlich auch schlimme Verletzungen herbeiführen. Der Mann aus der Praxis sieht das Ganze gelassener. Er ist halt Lokalpatriot. Der gemeine Punk sieht das andersrum. Also sich ein freiheitlicher Staat, kann jeder machen, was er will. Und das Problem sind dann für sich nicht die hannoverschen Punks. Also die haben wir im Griff. Die fegen auch ab und zu mal den Bahnhofsvorplatz. Ne? Die wissen, wo der Besen steht und wo sie ihre Tüte abholen müssen. Probleme gibt es dann für sich mit Auswärtigen, die richtig ausgeflippten. Ne? Die an für sich in der Anonymität dann Straftaten zu begehen, zu versuchen zumindest. Und wir sind ja in Hannover, die Polizei, angehalten, also im Vorfeld schon einzugreifen, bevor überhaupt was passiert. Ob es sich hier um vorbeugende Vorfeldverhaftungen oder eine Art Nachbehandlung für zugereiste Punks handelt, war in der schwülen Sommernacht nicht mehr überall nachvollziehbar. In Hannover muss sich jeder anpassen, was der Polizei mitunter als mangelnder Musiksachverstand ausgelegt wird. Ja, ich habe da im Kesselhaus mit der Band gespielt, wollten gerade anfangen, mein Schlagzeug schon aufgebaut, da ging das sofort los, Bullen rein, zack, an der Wand, ich habe nur gesagt, lass mein Schlagzeug in Ruhe, gleich weg und Knüppel auf den Kopf zu den anderen. Ich habe gesagt, Mensch, lass doch unsere Instrumente wenigstens in Ruhe, ne? Und gleich die ganzen Leute weggezogen und musste ich schön Spalier laufen, an 4, 5 Bullen vorbei, richtig ins Kreuz und alles Mögliche. Ganz toll, also unmöglich. Das Konzert fiel aus, das Publikum blieb dennoch zusammen. Ein wenig vom Gemeinschaftsgefühl war auch unter Polizeiaufsicht zu haben. Und Effenberg ist auch in jenen Kreisen Vorbild. Und weil sich einige Punks aus der Hitze der nächtlichen Schlacht auf das seit Jahren besetzte Sprengelgelände geflüchtet hatten, nutzte die Polizei die Gelegenheit und räumte die seit Jahren verhasste Trutzburg der Autonomen gleich mit. Ein auf dem Platz lebender Althippie möchte deshalb seinen Linksanwalt bemühen. Man ballerte dann so einer hier an meinem Auto dran, die Scheibe ein bisschen kaputt ist, so ein kleiner Sprung ist da drin und so ein Riss.
dann kriegen sie noch eine Anzeige von mir. Und wegen nächtlicher Belästigung. Ich schlief ja. Denn auch polizeiliche Schlagstockorchester in der Nacht klingen nicht für jeden nach Musik, auch wenn der Rhythmus halbwegs stimmt. Mittels Asche. Und trotzdem konnten die Punks losziehen, und zwar schwer bewaffnet. Mit Schlagstöcken, mit Baseballschlägern, mit Schlagketten und mit Messern. Sogar Menschen wurden verletzt. Also es schien fast so, als hätte die Polizei die Aktion nicht ernst genug genommen. Anarchie in Deutschland. 48 Stunden lang tobt Hass, Chaos und blinde Zerstörungswut. Brennpunkt der Gewalt, Hannover. Mit Messern, Ketten und Baseballschlägern liefern sich Skinheads, Punks und Neonazis eine blutige Schlacht mit der Polizei. Sie drohten, wir legen die Stadt in Schutt und Asche. Die Bilanz des blutigen Wochenendes, mehr als 30 zum Teil schwer verletzte Punks und Polizeibeamte. Unzählige zerstörte Autos, geplünderte Geschäfte, ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Mark. Die Polizei nahm über 600 Randalierer vorübergehend fest. Anlass für die brutalen Ausschreitungen war der 10. Jahrestag der sogenannten Chaostage. Schon damals hatten die Punks die Bürger der Stadt Hannover in Angst und Schrecken versetzt. Hat auch diesmal die Polizei das angedrohte Chaos nicht ernst genommen? Markus, du bist Punk, aber ja, du ein bisschen kürzere Haare hast als dein Kollege Sven. Du warst dabei in Hannover und war das Wochenende so, wie du das dir vorgestellt hast? Ja, es ging so. Bis halt auf die Festnahmen, die waren nicht so gut. Wie habt ihr euch das vorgestellt, ja, Sven? Ja, das war halt Randale machen. Ne? Das haben wir dann auch gemacht. Was heißt Randale machen? Keine Aufruhr. Auch andere Leute verletzen? Ja. Weniger. Weniger. Habt ihr aber auch gemacht. Ja. Ja, und? Wenn die da rumlaufen müssen, wenn da gerade Krawall abgehen, die laufen da rum, die Neugierigen. Hattet ihr nicht Angst, dass ihr Schwierigkeiten mit der Polizei bekommt? In dem Moment gerade nicht. Wir wussten ja, dass die Polizei irgendwann mal auftauchen. Hat euch nicht abgeschreckt? Nee. Wir haben ja schon auf Barrikaden und so gebaut für die Polizei. Heinz Lüdke, Sie waren der Einsatzleiter während den Chaostagen in Hannover. Also abschreckend scheint die Polizei heutzutage nicht mehr zu wirken. Und es ist ja auch ziemlich viel Unheil passiert. Haben Sie die Aktion vielleicht unterschätzt? Im Gegenteil. Wir haben abschreckend gewirkt. Und ich glaube, es ist an dieser Stelle Zeit festzustellen, dass meiner Meinung nach in der Berichterstattung der Medien ein falsches Bild wiedergegeben wird. Inwiefern jetzt? Es ist ja schon dargestellt worden, diese Chaostage gab es insbesondere Anfang der 80er Jahre in Hannover, insbesondere dann auch 1984 mit Ausschreitungen der Punks, das waren also Plündereien, das waren Sachbeschädigungen. Aber Herr Lüdke, ich muss Ihnen eben zum ganzen Packungen Zeitungen entgegenhalten. Auf der Titelseite der Bild, der Frankfurter Rundschau, auf der Welt, die Süddeutsche. Waren das in Gewahrsamnahmen durchgeführt haben. Und es wird zum Beispiel nicht erwähnt, die Zielrichtung der ganzen Aktionen war das in Schutt und Asche legen, so ist es ja genannt worden, der Stadt Hannover und hier insbesondere der Innenstadt. Und wenn Sie mal überprüfen, wie es in der Innenstadt heute aussieht, es ist in der Innenstadt nicht eine Scheibe kaputt gegangen. Gut, also Herr Lüdke, Sie sagen, es ist eigentlich gar nicht viel passiert. Was sagt ihr denn jetzt dazu? Was ist denn passiert, Sven? Ich sag nur eins, wenn nicht so viel passiert wäre, dann wären die Bullen nicht so aufmarschiert, wie es in den Zeitungen vorkommt. Dann brauchst du ja nur die Zeitungen anzugucken. Ja, die Bilder sprechen Bände. Da sieht man Menschen mit blutigen Köpfen, die von Polizisten festgehalten werden, zersplitterte Glasscheiben, brennende Möbel, die auf Straßen liegen. Das ist doch nicht nichts. Das ist doch genug. Ich hatte schon erwähnt, es gab nur einen Bereich, und zwar an allen beiden Tagen, insbesondere also am Freitag und am Samstag. In der Innenstadt war es völlig ruhig. Wir hatten also die Situation voll unter Kontrolle. Ja. Und dann war es so, dass ich sowohl am Freitag als auch am Samstag nach entsprechendem Alkoholgenuss, nach dem Besuch des Punkkonzerts, das ja im Rahmen eines Familienfestes stattfand, die Situation hochgeschaukelt hat. Mhm.
die Punks sind in die Nordstadt, ein Problembereich in Hannover, gezogen, haben sich dort gesammelt und haben nach unseren Erkenntnissen ganz bewusst die Auseinandersetzung mit der Polizei gesucht. Es sind Barrikaden errichtet worden. Herr Lüttger, also fest steht natürlich, dass sich viele Beamten dem mutig entgegengestellt haben. Leider sind auch Beamte verletzt worden. Die Polizei hat sicherlich verhindert, dass noch Schlimmeres passiert ist. Das wollen wir ja gar nicht abstreiten. Aber dass die Polizei überhaupt auflaufen musste, ja, das ist ja schon schlimm genug. Was ist eigentlich eure Motivation? Wie gesagt, ich dachte, Punks, die Punkbewegung ist tot, jetzt kommt da wieder Chaostage, Randale machen, kaputt schlagen. Warum eigentlich? Verfolgt ihr irgendein Ziel damit? Oder? Ja, es sind halt Dinge in dem Land so, die nicht so bleiben müssen, die geändert werden müssen. Ja, konkret, sag mal, was? Dass die Polizei manche Sachen macht, die nicht in Ordnung sind. Und manche, dass manche Spinner immer noch rumlaufen, Leute anzünden. Also ich meine, aber da waren noch Rechtsradikale, die sich euch angeschlossen haben. Das sind die Leute anzünden. Das waren keine Rechtsradikale, das waren Eulglatzen. Eulglatzen und keine Rechtsradikale. Das waren unpolitische Eulglatzen. Ach, das waren unpolitische. Und da seid ihr euch ganz sicher? Ja. Ihr seid sicher, dass ihr ausschließen könnt, dass Mitläufer auf der rechtsradikalen Szene kommen? Das glaube ich nicht, das traue ich euch nicht zu. Was? Das glaube ich nicht, dass ihr das überblicken könnt. Natürlich, weil die Leute, wo mit Glatze kommen, die kennen die Punks. Oder wir kennen die. Und wenn wir die nicht kennen, dann kommen die nicht rein. Hm. Letzte Einschätzung von Ihnen. Das Chaos-Wochenende. Hat das irgendeine Signalwirkung, ja? Wenn das jetzt nochmal angekündigt wird in der gleichen Form, wie werden Sie dem dann entgegengehen? Sie haben ja schon in der Anmoderation gesagt, dass das Ganze zurückzuführen war auf die 84er-Ereignisse. Mhm. Quasi nach 10 Jahren haben die Punker das wieder aufleben lassen in Hannover und Sie haben gleichzeitig angekündigt, dass es in Zukunft jedes Jahr stattfinden wird. Ich betone noch einmal, und Beobachter der Szene in Hannover am Wochenende könnten Ihnen das bestätigen, dass die Polizei das Konzept voll in der Hand gehabt hat. Können Sie die nicht alle einbuchten? Schon vorne weg, wenn Sie das ankündigen? Wir haben 600 eingebuchtet. Wir haben im Vorfeld in der Innenstadt, noch ehe es zu Sachbeschädigungen oder Körperverletzungen gekommen sind, in Gewahrsamnahmen durchgeführt zum Zwecke der Gefahrenabwehr, um das zu verhindern. Wir haben insgesamt 600 Personen festgenommen. Im Grunde war das sogar ein Problem der Unterbringung. Wir hätten noch mehr festnehmen können, wenn wir die Unterbringungskapazität haben. Okay, also die Polizei in Hannover ist der Meinung, wir haben getan, was wir tun konnten. Ja, und euch lege ich doch echt nochmal nahe, darüber nachzudenken, was ihr eigentlich macht. Andere Menschen verletzen, ihr wollt ja selber auch nicht verletzt werden. Wir sind aber verletzt worden. Na gut, aber ihr habt angefangen. Danke. Dass es am Wochenende hochhergehen würde, war den Beamten vor Ort schon lange klar. Szeneblätter hatten längst angekündigt, die Straßen der niedersächsischen Hauptstadt sollen in Schutt und Asche versinken. Dass die Punker dann heute tatsächlich einen Scherbenhaufen zurückließen, hat aber fast schon historische Gründe. Das ist sozusagen der 10-jährige Jahrestag der Chaostage in Hannover ist. 84 hatten wir die ersten hier, die wir ironischerweise der hannoverschen Polizei zu verdanken haben, die damals eine Punkerkartei ins Leben gerufen hat. Und da wollten alle Punks rein und sind hier nach Hannover gekommen. Und das Zweite hat sicherlich damit zu tun mit der Entwicklung der letzten Jahre, dass gerade in der Jugendszene eigentlich die rechte Szene sich doch gewalttätig stark geäußert hat. Und dass da von der linken Seite, und die Punks verstehen sich überwiegend als links, doch mal ein Gegenzeichen gesetzt werden sollte. Für Politiker aus dem CDU-Lager waren es gefährliche linksautonome Chaoten, die wieder einmal Unheil anrichteten. Auf diesem Auge, so der Vorwurf, sei die niedersächsische Regierung blind. Mit mehr Aufmerksamkeit hätte schon im Vorfeld Schlimmeres verhindert werden können. Johannes Gerster von der CDU meinte, Redelsführer hätten schon vorher verhaftet werden müssen. Die niedersächsischen Behörden wollen davon nichts hören. Die Forderung von Herrn Gerster geht ins Leere, sie ist dumm und im Grunde gemeingefährlich, weil es weder Adressen gibt, noch Anschriften, noch Absender und schon gar keine Namen, die als Redelsführer auftreten. Und den? Aber was mich interessieren würde, ist, wieso das so groß überall steht, weil das Verhältnis zwischen 1000 Leuten und 50.000 Mark Sachschaden, also ehrlich gesagt, ich glaube, wenn die 1000 Leute gewollt hätten, wenn die wirklich gewollt hätten, die Stadt in Schutt und Asche zu legen, hätten die geschafft, mehr als 50.000 Mark Sachschaden zu machen. Und auch egal, wo die Polizei gewesen wäre. Hannover ist groß, man kann sich verteilen, wenn man will. Die Punkszene war schon lange totgesagt. Seit dem Wochenende wissen wir es besser.